Deine, ne? Meine Freunde, ja. Also soll ich jetzt zu dir kommen? Du meintest nee. Ich habe 5 Tiger hier. Ja, ich komme zu dir. Das Ding ist aber, dahinter ist noch ein... Dahinter ist noch ein Ding. Alpha. So. Hier war noch was. So. Ja. Jetzt habe ich natürlich das Problem mit dem Alpha da hinten. Ja, wir holen unsere T-Rexe und da geht's ab. Ja, warte mal, ich muss erstmal gucken, ob wir. Was das für ein Alpha quasi war. Oh. Oh, ist ein Raptor. Okay, okay, okay. Ja, das hast du doch schon gesagt. Ja. Los? Ich habe aber. Vielleicht hätte es noch ein Ding sein können, weißt du? Es ist ein Level 10. Dahinter habe ich, glaube ich, noch irgendwo einen T-Rex gesehen. Ja, gut, komm, auf geht's nach oben. Ja. Kein Zeit verlieren. Bevor irgendwer uns hier einen Alpha-Raptor wegklaut. Ja. Oder wir fighten den wieder. Ja, das kann natürlich immer passieren, aber ich meine, so ist es halt, ne? Weil wir haben jetzt zumindest eine Base, wo ich das Gefühl habe, dass die keiner mal so nebenbei knackt. Ja. Kennst du das, wenn du denkst, du bist schon am Tor und auf einmal steigst du einfach ab? Mhm. Passiert mir nie. Ja. So. Also der Impara würde ich mitnehmen. Der was? Impara. Ja. Was ist das denn jetzt? Ich mach nach außen auf. Also ich komme und du machst mir einfach die Tür vor der Nase zu. Moin. Jo. Wollen wir Pixie mitnehmen? Ja. Weil wenn der stirbt, dann haben wir endlich mal Ruhe. Ja, und ich meine, wenn wir den zweiten Level 50 Kento sehen oder noch höher, dann können wir den halt auch mitnehmen. Yep. Okay. Oh, guten Tag. Der hat ja Rexe. Okay, den Pixie nehme ich mal, den hast du gestackt. So, und die anderen sind ja quasi unterwegs auf Kriegskurs. Ja? Nein. Ja, der Dino-Block funktioniert. Sehr gut, sehr gut. So. So, und jetzt auf T. Auf Mindseed dann. Warum folgt einer von denen jetzt Micha und einen anderen Johnny? Was ist das sinnlos? Muss es gerade noch kurz drehen hier? Können die sogar noch, ja. Falls du noch ein Level siehst, dann gerade mal noch skillen, ne? Bisschen Damage können die auch wieder vertragen. Ja, ich bin ja mittlerweile ein großer Fan von Tankiness. Ja, auch dieses, aber. Was machst du denn da? Das Ding. Na gut, dann gebe ich immer noch mal 2 Punkte in Damage. Ja. Aber Pixie wird Full Tank hier. Ja. Okay. Bereit? Greife mein Ziel an, ja. Achso, nimmst du Flixi-Dixi mit? Ja, kann ich machen, aber da muss ich jetzt hier erstmal wieder Command spammen. Nee, brauchst du ja gar nicht. Du kannst die anderen einfach auch folgen lassen. Nee, hey, man muss bei denen immer so viel abwählen, weißt du? Was muss man? Ich muss erstmal den wieder aus seinem Modus raus. Turret Mode. Wieso? Also gut. So, jetzt muss ich noch die Tür zu machen. Wenn man gerade nicht, sonst macht Get Rex nämlich schon wieder Scheiße. Ja, ich bin ready. Na denn. Yippie-ki-yay.
Ja, die laufen doch Bäume um, was will er denn? Ich weiß auch nicht, irgendwie haben die aber eben in der Pause haben sich einige über Dino KI beschwert und ich denke mir, das meiste kommt einfach dadurch, dass ihr Bonobos seid. Ja, wobei man halt sagen muss, das stimmt schon, ne? Also. Ja, also der Wendekreis und sowas ist halt alles dumm, aber die Beschwerden, die wir hatten, konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Kannst du ein bisschen warten, Pixie ist ultra langsam. Ich will den jetzt ungern hier verlieren. Kannst ja den Duödi nehmen, der mal aus Langeweile angreifen. Alter. Bevor ich jetzt Justin so gefoltert wurde. Okay, wollen wir? Ja. Hau, hau. Ich bin halt hier in dieser Enge bin ich halt sehr gespannt. Ich würd ihn eher hier rausziehen quasi. Gerne. Das ist halt echt scheiße. Ich würde ihn einfach anschießen, bis der kommt. Genau. Das jetzt mal, wir hatten irgendwann einfach keinen Bock mehr gehabt zu warten. Das war ein bisschen random. Ich sehe ihn aber nicht. Doch. Von wo kommt er? Rechts, geradeaus? Vom grünen, lila Drop. Wenn ich ihn das nächste Mal treffe, vielleicht. Ja, er ist hier. Hab ihn getroffen. Okay. Da ist er. Okay, ich hab Achtung. Komm nicht ran. Ah. Der flüchtet halt, oder was? Ja. LOL! Der wehrt sich nicht. Das ist mega dumm. Nice! Okay, das war. Oh. Ja, lass mal alles killen hier, ne? Ja, ja. Ah, die Kette hätten wir wahrscheinlich zählen sollen. Okay. Alter, ich hab erhöhten Herzschlagrhythmus. Warum? Aber. Ja, weil ich dachte, das geht krass ab, aber. Ja, war ja völlig lächerlich. Der hat ja gar nichts gemacht. Ja, dann haben die Leute ja nicht so Bock, das anzugreifen und sich angreifen. Wenn es ein Duidi ist und er sich einmurmelt, dann haben die keinen Bock mehr. Ja. Weil der halt auf. Oh. Okay. Da ist ein T-Rex noch. Zwei T-Rexe. Lol. Oh, wo bist du? Richtung Drop. 24 und 22. Ja, gut. Ah, wartest du kurz? Ich hätte gerne. Das ja. Ist ja nicht so spannend. Kannst du kurz chillen? Ja, ich chille. Jetzt war jetzt mit Pixie. Oh, der Rex hat. Unser Rex hat sich verbuggt. Hab ich einfach alle verbuggt oder was? Ihr seid ja Gurken. Hier kann man es ja irgendwo noch verstehen, weil er so groß ist, ne? Aber sich hier so festbacken. Okay. Boah. Wollen wir da hin? Ja, ne? Ja, greif den Baum an. Ich probier die mal gerade, ne? Ich hab keinen Bock, im Wasser zu fighten. Hm. Ich muss die Akku von beiden haben. Ja, ganz neu. Gut zum Thema, wir wollten nicht im Wasser fighten. Alter, deine Barbara hat mich einfach unter Wasser getrunken. So. Okay. Dann guck ich mal kurz am Bock, was da noch drin ist. Ja. Ich hätte noch Übersicht. Einen Moment. Komm. Was ist das? Nein! Los! Das war irgendein Sattel! Und ich hab. Oh, ich sehe da hinten was. Wo? Ein weiblicher Adosaurus Level 10. Und noch einer Level 8.
könnten wir uns auch. Oh, der Drop ist gerade kaputt gegangen. Das war ein Sattel und ich weiß nicht, was für ein Sattel das war. Das muss ich mal in der. Da, beim Dings. Oh! Display. Da hinten. Ach, da, den meinst du, okay. Oh. Reiß dich doch nicht immer direkt ein. Ja, ist halt wirklich so. Jeden fucking Agro-Dino, den ich sehe, da vermute ich halt erstmal immer Spieler dahinter, weißt du? Ja, ich kenne das. Ich hätte auch Schiss, aber. Okay, das sind also die Alos. Ja, komm, let's go. Die sind echt. Was? Sind echt viele. Drei sind's. Ja, es sind immer drei. Und mit. Ah, ich glaube, das Thema hat sich erledigt. Jo. Lol. Okay, die halten ja gar nichts aus, ey. Aber wir haben jetzt halt den guten Effekt. Alter, da musst du mal wieder auf meine Sicht schneiden. Wenn du mal was Ekelhaftes sehen willst. Ich weiß nicht, was das, wie das passiert ist, aber. Das ist das Bluten. Irgendwer hatte seine Tage. Ja, das ist das Bluten, das die dir zuführen. Oder das sei. Quasi Schaden über Zeit. Bei mir sah es halt richtig brutal aus. Okay. Ich würde jetzt eigentlich gerne wieder zurück zur Base, so ich habe kein gutes Gefühl, die ganze Zeit mit allen rumzulaufen, weil ja, jeder aber die wenn, Zeit sieht. Weißt du, wenn es zum Fight kommt, dann ist halt auch so ist Content, denke ich mir. Ja gut. Deswegen, wenn wir dauernd in der Base sitzen und Sachen bauen, jo. Ja, wie aber jetzt ist auch mal wieder Zeit für Content. Mann, ich häng fest. Oh, ich bin ohnmächtig. What the fuck? Oh. Hab ich zu wenig gefressen? Das ja vielleicht. Und wegen dem Blut. Kannst du mich force feeden, bitte? Ich weiß nicht, wo du bist. Unter dir. Ja. The fuck? Ja, ich hab wahrscheinlich echt nicht aufgepasst, um zu fressen. Oh. Guten Morgen. Danke. Wie viel Fleisch hast du noch? Ich hab auch keins mehr. 15. Ah, ich leg mal hier in Barbara was Fleisch rein von mir. Bin ja ein Gönner, ne? So. Ja, gut. Hat das eigentlich Level gebracht? Also ja, hier nicht. Ja, er hat noch ein bisschen bekommen. Aber so richtig viel auch nicht, ne? Nö, nicht so richtig viel. Weil. Hier wieder dieser Fehler. Mann! Sind wir immer in meiner Aufnahme. Okay. Ja, vielleicht ist es ein OBS-Fehler statt ein Game-Fehler. Das sieht nicht so aus. Aber Jason, was ist Jason, Mann? Oh. Doch. Fixi Dixi, Alter! Nein! Du darfst die Vögel nicht angreifen. Guck. Ja, das bin ich. Nee, einfach wieder auf passiv halten. Das ist nicht so. Ja. Ja, dass man hier Nager angreifen. Oh, ich glaube das. Was haben wir hier noch? Niente. Ja, können wir hier nochmal den Try. Hat mit dem was versehen, ne? Wo ist Pixie? Alles. Okay, ja. Ja, dann los zur Basis. Ist nicht so viel los gerade hier, ne? Mhm. Jo. Bisschen. Komm. Ja, Mittelschild. Du schaffst es, ich glaub an dich. Ja. Ich meine, ich eher Zweifel ab. Bitte steht ist schon wieder geistig drin. Da ist noch ein Pulmo Scorpio. Kuckuck! Ich glaub, die schreien, die dauern. So einer bist du also. Wie bitte? So einer bist du also. Ja.
Ja, wenn ich jetzt kurz einen Orientierungspunkt hätte. Das finde ich ja schon schön. Dass die T-Rexe sich rumgedreht haben, ist alles schon tot, ey. So ein 56er Oedipus macht richtig Spaß zu killen, sag ich dir. So. Aber sagen, der Bär, auf den ich sitze, der kriegt ja gut XP, ne? Ja gut, der ist ja auch noch frisch, weißt du? Es wird ja immer. Das ist ja ein progressives Level-System. Ja. Aber der hätte jetzt hier schon seine 4-5 Levelchen. Ja, wo geht's lang? Zu lang? Geht jetzt, glaube ich, da oben, ne? Ja, ja. Da oben ist jetzt ein Schuss. 1, 2, 3, 4. Pixie. La, la, po. Popo. Was ist denn da hinten los? Was machen die denn da für eine Party? Hülo-Party. Ja, dann. Auf da. Ach, Pixie. Selbe Stelle, wo ich dich gezähmt habe, ne? Du bist halt echt. Bleib da halt einfach immer an dieser Erhöhung hängen. Ach, das sieht schon schön aus, unsere Base. Ja, Mann. Ab mit diesem Turm. So. Guck mal, das wird einpfeifen. Ja. Okay. So, was ist mit Pixie? Ne, Pixie ist noch draußen. Oh. Okay. Ach, Süßli. Ja, Pixie holen. Kannst die Tür zu machen. Okay. Wirklich, Alter? So dumm. Das war echt krass, ey. Aber krass, dass der Raptor abgehauen ist, ey. Das ist egal. Der hat scheinbar derart auf die Fresse bekommen, dass er Angst gekriegt hat. Das sah für mich eher aus als West Buggy. Nee. Also ich meine schon. Also die rennen ja auch weg, wenn sie zu low sind. Und deswegen glaube ich dran, dass der gemerkt hat. Uff. Ich schubber mir richtig einen drauf, da kriege ich keine Schnitte. Hat deswegen. Das kann natürlich sein. Also darfst gern ab und zu die Türen auch zumachen, ne? Ja, Alter, Pixie ist halt echt fucking slow. So, warum hast du drei Narkotöpfchen in dir drin? Ja, gequetscht. Oder war was Interessantes? Boah. Jeder. Als ja. War jetzt nicht so mega die Ausbeute, aber. Was hat denn der Alpha gedroppt? War da was Interessantes? Ja, ist es. Ich würde gerne noch wissen, was das für eine. Dings war. Ja. Für ein Sattel. Okay. Weil, wenn das ein Rack-Sattel war, ey, dann beiß ich mir richtig in den Arsch. Die Leute, die das Video schon gesehen haben oder beziehungsweise auf Pause gedrückt haben, haben es natürlich. Dann beißen sich schon die ganze Zeit in den Arsch. Ja. Improvisierter Sprengsatz. Ist das besser als unsere? Nee, das ist eher so ein Defensiv-Ding, weißt du? Boah! Wollen wir die Rampe zu unserer Base rauf quasi mit den Sprengsätzen machen? Versetzen? Ja. Wir können auch Bärenfeine machen. Wobei, die kosten ich 10 Kristalle, 10 und 50 Schießpulver. Ich habe eine grüne Metallspitzachse und eine grüne Metallachs bekommen und einen grünen Bogen. Alles gut. Für den Bogen braucht ja niemand mehr, ne? Aber ja. Weißt du, wie ich mein? Ja, klar. Im Gestammel verstehe ich viel.
Nee, unsere Rampe zur Basis rauf, ne? Ja. Hast du verstanden. Ich sehe uns da auch eher bei Bären fallen, weißt du, weil wenn da so ein T-Rex reinstapft, ja, und wir den dann einfach komplett Die könnten wir in einem Ring rumlegen, so wie die Balliste schießen kann. Ja, der hätte mich natürlich auch zu Ende reden lassen können, ne? Aber ist okay. War deine Idee, geile Idee, Alex, Alter. Ja, danke. Mann, wäre ich doch auf die Idee gekommen. Krass. Lerne hier so viel. Ja. Und ich helfe dir auch immer wieder gerne mit Wissen aus. Danke. Bin da ein Gönner auch. Merkt das. So, die Narkotöpfchen gehen hier rein. Wollen wir hier das Leder noch rein? Ich hätte dich halt wirklich ausreden lassen. Ja, wäre eine Option gewesen, ne? Aber ich meine, ich habe ja natürlich auch Verständnis dafür. Ich habe übrigens nur noch 16 Kugeln zum Nachladen. Jo. Schade. Nur da mal wieder was machen. Improvisierter Sprengsatz. Ja, da braucht halt schon viel Schießpulver, ne? Um eine Sprengfalle herzustellen. Ich platziere davon 2 Stück beieinander. Soll ich einfach. Ich gehe einfach mal raus und scoute wieder ein bisschen. Ich habe eigentlich ja auch Lust, ein Dings zu finden. Ein was? Dino. Ein Dino? Ein Spino. Spino. Spino, ja, ein Spino wäre halt was Cooles, ne? Ja, sollen wir mal die. Ich meine, alle suchen ja gerade Spinos, ne? Ja. Und kaum welche finden welche. Also, so wie es bisher geklungen hat, hat noch keiner ein Spino. Ja, die einzige, die wir schon gedownt hatten, das waren Eis und Kalle und deren ist kaputt gegangen. Mhm. Soll ich jetzt nochmal einfache Munition für dich herstellen? Ja, bitte. Machen wir da. Ich nehme mal 15. Ja, wie viel hast du zum Nachladen? Ich laufe mal mit 20 rum. Okay. Weil mehr braucht man, glaube ich, in einem Fight schon. Ja. Jetzt mehr. Ich habe jetzt 30 und hier liegt nochmal 4 rum. Okay. Ja. Also da liegt jetzt für dich was drin. Ja, wollen wir dann nur mit den Bären nochmal gucken, ob wir einen Spino finden? Ja, ich bin schon draußen am Strand. Ach so. Oh, ein großer Drop. Aber im Meer draußen. Ey, früher fandest du die Drops irgendwie gar nicht so wichtig, wie du sie jetzt findest, ne? Ja, weil wir jetzt halt die großen Drops looten können, wo halt wirklich manchmal geiler Scheiß drin ist, weißt du? Ansonsten findest du ja immer nur so Holzwände und so ein Bums und das ist halt dann einfach die Aufregung nicht wert. Aber einen roten, blauen, roten, lila und goldenen, da bin ich dann schon. Da bist du heiß drauf, ne? Ja. Warte mal, ich bin jetzt. Im Osten waren die immer, ne? Weite gerade im Westen. Ja, GG. Ah, ich scoute trotzdem mal eben. Ob ich mich doch einen hier finde. Okay, mach mal. Dann, ich muss sagen, ein zweiter Turm, da sehe ich dich am Freitag übrigens noch. Also einfach aus Symmetriezwecken heraus schon. Ich höre jetzt mich ein bisschen, dass da kein zweiter Turm ist. Und dann halt da eine zweite Balliste drauf. Und dann guten Morgen. Ja. Und dann die Bären fallen. Wenn er da reintappt, dann wird er halt komplett zugeböllert von 2 Ballisten gleichzeitig. Ja. Da sehe ich uns halt schon. Das ist halt schon ekelhaft auch, ne? Also wirklich, da, und dann WM ich halt nächste Woche, also WM ich halt. Geil. WM ich Max halt komplett durch, ne? Ja. Bis der vor unserer Tür steht. Und dann verliert er seinen ersten T-Rex. Dann ist das Geheule natürlich groß, ne? Aber man muss er sich dann gewöhnen. Oder wenn sie mit ihrem Reittier drin stecken bleiben. Du böllerst da drauf und der kriegt einfach einen Bolzen in den Schädel ab. Ich glaube, das Problem ist halt quasi, es gibt halt große und kleine. Große und kleine Fallen. Wir müssen mal gucken, was wir brauchen. Ich denke mal große, ne? Ja, aber ob es nicht Sinn macht für die Reittiere zum Beispiel, ob man da nicht. Ja?
vielleicht doch noch was machen. So meinst du ein Kanu oder so, dass die nicht stecken bleiben in so einer Pfanne? Okay. Ich denke mal schon. Ich glaube auch. Ich glaube, es nimmt dann alles bis zu quasi auf, weißt du? Jo. Alter, so ein Ankylo hier rasiert halt echt gut durch. So, wo bist du? Das Spiel hat, glaube ich, gemerkt, dass wir keine Flugdinos zähmen. Denn mein Bildschirm ist gerade ungefähr mit 30 Flugviechern voll. Alter, das ist ja, ja nicht dein Ernst. Also ich bin ganz nördlich jetzt. Ich bin ganz südlich. Ja, aber du bist am Osten schon vorbeigelaufen. Nee, ich bin über den Westen gelaufen. Oh ja, dann renne ich mal über den Osten. Also hier kann man, also hier können wir halt echt nochmal mit den Dinos durch. Hier leben halt locker 50 Dinos. Okay. Also viel Kleinvieh natürlich, aber halt auch ein paar Prozent. Ja, hier sind so Fliegeviecher halt ohne Ende, ne? Also egal was. Das ist krass. Nicht so, also ein bisschen ja Artenvielfalt hätte ich mir dann schon gewünscht. Alter, ich habe jetzt allein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pterodons drauf. Auf dem Bildschirm. Ja, aber wir sollten hier einmal nordöstlich sollten wir einmal durchfahren hier. Mhm. Also im Standardschnitt ist da kleine ein bisschen eine Höhle gefunden. Ja, das sind wahrscheinlich die T-Rexe von Max damals beendet. Nö. Lol. Das ist nur ein Durchgang. Okay, das ist nur ein Durchgang. Schade. Und langsam mal wieder Regner, ne? Nicht ehrlich. Ja, wenn nicht, auch nicht ganz so blöd. Obwohl, wir sind ja am Wasser, da können wir eigentlich auch selber auffüllen. Ja, aber dann muss ich ja absteigen. Na gut. Hä? Wann wird mein Wasser das nicht voll? Du bist schon im Wasser. Ja, aber man darf scheinbar nicht unter Wasser sein aktuell. Oh ja, man muss stehen. Scheiß Piranha für Piss. Ja, wollen wir Fische töten? Das ist den. Also halt mit den ganzen Flugviechern ist halt auch so, ne? Aber die Flugviecher teilen sich ja keinen Spot mit dem Spiel oder so. Weißt du, dass das quasi Wasserdino gerät wird? Ja, das stand in den Kommentaren. Okay. So, wo bist du denn gerade? Ich ganz bin am südlichsten Zipfel da, dieser Pimmel aus der Insel rausragt. Ah, ja, okay, dann komme ich da hin. Und dann killen wir einfach ein paar Wasserviecher in der Hoffnung, dass da Spinos spawnen, wobei die Gefahr, dass die anderen dann dadurch Spinos killen, natürlich auch da ist, ne? Ja. Dann machen wir einen Dienst an der Allgemeinheit. Ja, ja komm, sind wir ja auch. Moin! Liebe Typen. Ui. Wurde angeböllert, ey. Ja, oder wollen wir jetzt einfach die Dinozone noch einmal den Strand säubern? Oh, nee. Also, wir haben jetzt selbst durch den Alpha-Raptor haben wir so wenig dazu bekommen, dass es sich, glaube ich, jetzt nicht mehr lohnt. Weißt du? Nee. Wollen wir quasi zu viel Zeit. Ja, okay. Können mit den zwei Bären da gleich einmal durch. Ja. Wer ist nicht so der Schwimmer? Nee. Wärst du auch nicht mit so einem dicken Fell. Ja, das stimmt. Ja, wie gehen wir es an? Lass mal ein Dodo auf die Schnauze hauen. Das ist ja Dodo Wars. Deswegen Krieg gegen die Dodos. Ganz wichtig, ganz wichtig. So, ja. Wir wollten Fische töten. Ja, ja. Aber irgendwie kommen die nicht. Also ich suche ja gerade Piranhas quasi. Sag mal. Okay, rechte Maustaste geht nicht. Ah, hier. Hä? Und was ist der jetzt gestorben? Altersschwäche oder was? Ich hab keine Meldung bekommen. Ich seh da nicht so viel. Ja. Ist auch nicht so viel. Andere Insel Osten mal vorbeireiten? Ja, warum nicht? Komm. Aber wir haben auch gar keine Narkotöpfchen dabei, ne? Haben wir nicht, ne? Nee.
Ja, komm, lass dann die Base. Einmal Base und dann östlich nochmal Spinus gucken. Ja. Einmal okay. Base. Kommst du einmal mit, weil dann können wir hier noch wenigstens mit dem Bären einmal durch. Wollen wir den Kano einfach mal töten? Oh, toll. Oh, ja, guten Tag. Ja, war deine Folge, ne? Ja, genau. So, Leute, morgen geht's weiter bei Johnny und dann entscheiden wir, ob wir jetzt mal den Kano töten, damit wir wieder den Slot haben und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Bis morgen. Tschüss. Tschüssi.